Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ich fahre jetzt zu unserem Feld und gehe nochmal den Dinger rauf, der noch gefehlt hat. Auf Feld Nummer 3 gewesen sein oder 4, das kleiner jedenfalls, was wir gerade sehen können. Oder mit Gas gehen. Da war eng. Aber hat er geschafft. Ne? So, und da müssen wir noch düngen, den Rest. Dann würden wir uns Kaliumdünger kaufen. Das ging ja gestern nicht, weil aber der Rest drin war. Dann haben wir auch noch entschieden, naja, den Rest verdünnst du halt noch, weil es hat ja eh noch gefehlt. Und jetzt machen wir halt den allerletzten kleinen Ecke da oben links gesehen. Den kleinen Feld noch fertig. Und das machen wir ohne GPS, da haben wir eine Taktorspur, die fahren wir einfach so. Und dann geht das schon. Links ist schon ein bisschen gewachsen. Aber auch schon deutlich Unterschiede im Feld. Da wo recht gut gedüngt ist, geht's. Und da wo es schlecht gedüngt ist, da ist halt noch ein bisschen zurückgeblieben. Ja, ist halt so, ne? Schlecht, aber ist. Das sind Erfahrungswerte, die an Ecke da manchmal da. Die müssen wir halt mal machen. Es kann auch sein, dass durch einige Updates in Änderungen kommen könnten. Wie gesagt, könnten. Das weiß man nicht. Es gab ja das große Weihnachts-Update und ich denke mal, das wird auch jetzt so schnell höchstens ein Hotfix kommen, so ein Patch, ne? Ob man Dünger reicht jetzt, ne? Die Spur wollte ich noch einmal komplett machen und die nächste. Mal gucken. Ja, das könnte gerade so reichen. Naja, das Blöde ist ja, ich muss ja auch das verarbeiten, das ist ja... Wenn zum Beispiel zu wenig wird, dann ist blöd. Also zu viel ist auch nicht gut. Ne? Hier 40, 40, 38, 30, 30. Ja, das reicht genau. Noch ein Feld, dieser. Entschuldigung, ich weiß nicht. 4, 2, 1 und alle. Gut, ich wollte jetzt hier unten mal nicht so reinfahren. Hab's mal getan. So, jetzt geht's zum Händler. Zum Händler, die Straße links. Und da kaufen wir uns nochmal Kaliumdünger. Kaliumdünger deswegen, weil. Sitz. Bremse. Kalium fehlt am meisten. Das ist gut. Im Feld 4 ist jetzt auch gut und da ist halt mehr was fehlt. Ja, wir wollen vorwärts fahren. Keine Bremse angezogen. Ja, Folge Nummer 5. Wie sie rechnen. Mittwoch. Aber ist schon neues Jahr. Da ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, wenn man was vergisst. Mittwoch, ne? Bei mir ist die Woche mit Weihnachten und so. Ganz schön, da musste ich viel rechnen. Also im Kopf rechnen, was der Tag ist. Oft lag ich da daneben. Ist blöd, aber ist halt so. Wenn man sich nie aufschreibt, hat man so ein Ding. Aber wiederum, alles aufschreiben geht auch nicht. Ist aber so, das Gehirn muss auch trainiert werden. Ne? Zumindest versuchen. So, morgen müsst ihr eigentlich auch einkaufen fahren, das wäre noch ganz wichtig. Aber wenn ich auch so bequem so. Weil nicht unbedingt sein muss, ne? Also hundertprozentig muss ich nicht. Das ist eher, naja, weil ich ja am Montag, in der Woche, wo jetzt die Aufnahmen kommen, Frühstück habe, die Woche allgemein, und dann kaufe ich ganz gerne nach der Frühstück ein. Und das ist, liegt ja auch ein Weg, ne? Geht nicht darum wegen extra fahren, das ist der Fall, aber wie gesagt, man ist ja sowieso unterwegs und dann ist es praktisch, beim rechts ranzufahren und die nötigen Dinge einzukaufen, die man braucht, ne?
Ist ja immer noch die dusselige Maskenpflicht. Solange diese ist, werde ich nicht unbedingt, kaufe ich sonst auch nicht, aber wie gesagt, deswegen. Immer gucken, ob ich jetzt hier richtig fahre, nicht, dass ich wieder, verkehrt fahre, so. Tankstelle. Da hinten, tanken wir mal nicht. Hauptstraße, ich glaube, wir müssen hier rechts abbiegen, glaube ich. Glaube ich, wissen nicht. Naja, könnte schon sein. Naja, glaube mal. Ich bin richtig über dem Ding. Bei den Fahren müssen wir richtig. Ja, da sind wir schon da. Ja, Kaliumdünger 3000 auf jeden Fall. Muss ich mal schauen. Bei 400 haben wir Probleme gehabt. 50 Liter ausbringen ungefähr. So, da sind wir. Bremse rein. So. Wie gesagt, was gefehlt hat, war Kalium. Das war. Ja, Feststellung der Kalium. Jetzt geht's rein. Vorhin halt gemeckert, weil da was drin war. War ich persönlich jetzt gemischt, weil ich schied die Gohle, ne? Aber gut, das war. Und dann stellen wir den mal ein. Und zwar darf ein bisschen mehr sein. Jetzt haben wir rund 300 Kilogramm pro Hektar. Dann müsste es eigentlich ausreichend sein. Hier. Per Daumen geschätzt. Ich meine, normalerweise, so würde ich das machen, ich habe eine Tabelle oder eine alte Aufzeichnung und dann. Dann hacke ich dann auf. Ne? Ich meine, es gibt schon moderne Spritzmaschinen bei Flüssigdünger, die jetzt im Prinzip eine Kamera ermitteln. Ah, wie hoch ist der Wert? Bei Stickstoff zum Beispiel. Aufgrund der Farbdichte des, der Pflanze können die ermitteln, je heller, je weniger der Stickstoff und je dunkler, umso mehr. Und dann dosieren sie das ziemlich genau. Das ist dann schon nicht schlecht. Das ist ja so, so pink. Ich glaube, das ist nur eingefärbt. Hat mit Dünger nichts zu tun. Unterscheiden kann. Ich glaube, bei Saatgut zum Beispiel ist auch eingefärbt. Weil das nämlich giftig ist, ist gebeizt. Also gebeizt deswegen, damit die Ungeziefer, diese die Mäuse und so, das Zeug nicht in Massen wegfressen. Das ist für die ungenießbar. Deswegen ist es eingefärbt. Damit man das für Menschen nicht dann nutzt. Ne? Weil es früher gab es mal einen Fall, da hat jemand so ein Korn an seinen Hühner gefüttert. Da mussten die Eier zurückgerufen werden. Alle vergiftet. Also Giftstoffe im Ei und das ist dann ein bisschen gut. Ne? So, wir fahren jetzt zum Feld. Aber da muss einer gewesen sein, der keine Ahnung hatte, wer sowas macht. Ist halt so, ne? Oder er hat einer einen Sack Schrot geklaut, ne? Getreideschrot, ne? Geklaut, wirklich geklaut. Und hat einen Sack genommen, was kaputt war. Und ist dann mit dem Fahrrad, mit diesem Sack, das hat das Fahrrad gelegt. Gegenverkehr. Und. Da braucht die Polizei nur der Spur folgen. Ne? Der zum Glück war es um sein Pech, dass er kein Regen war. Ne? Und wäre das vielleicht auch verwischt, aber so kommt er genau bis zur Haustür hinterher gehen und sagen, da haben wir dich. Da, Hase.
Clown war auch so. Nicht gerne gesehen, ne? Also C wollte ich machen, nicht N. C, Junge, C, ich will innen sehen. Innen sehen ist besser. So, dann bringen wir fix die unsere Felder, packen wir ein kleines Feld wieder an, machen mal Kalium drauf. Hatte ich also überhaupt Pflanzen auch anscheinend mehr Kalium als, als andere. Muss ich mal einprägen. Ja. Weiß ja nicht, wann das nächste Jahr kommt hier im Spiel. Dauert sicherlich noch ein bisschen. Aber ist garantiert vergessen. Denn jetzt haben wir Kalium erledigt, dann muss man nur bis zu 10, 14 Tage vorpennen. Ne? Machen wir so. Und dann schauen wir, ob was fehlt an Düngermäßig und ob wir da was machen können oder wir schlafen noch mal ein paar Runden weiter. Ne? Weil. Genug Dünger ist genug Dünger da, ne? So. So, die Menge ist eingestellt. Wir müssen erstmal nur die erste Feld, vom ersten Feld gleich wieder anfangen. Das werden wir gleich mal GPS machen, wenn es genauer geht. Jetzt kommt noch ein bisschen Kalium. Und drauf, extra. Das hat mir komplett gefehlt. Leider ist er so. Ist automatisch eingestellt, anders ist ungünstig. So. Wir wollen aber rechts anfangen, weil da ist nämlich alles in den Augen eingestellt. So, da stehen wir nun. Bremse rein. Okay, die Spuren aktivieren. Und Automatik. Der Rest ist eingestellt, noch vom letzten Mal. Und dann geht das los. Kurz nochmal reingucken. Besitz. Feld 3, Kalium ganz wenig. Feld 4, Kalium auch ganz wenig. Ist zwar nicht gewachsen. Da gibt es jetzt einen Wert. 134 Kilogramm. Das werde ich jetzt mal probieren. Das stell mal so ein. Ob das jetzt drauf ist oder noch drauf. Kann man genau sehen, wie am Rand was fehlt. Das probiere ich mal aus. Wie es denn aussieht. Ob, oder. Oder ob das. Das anzeigt, was schon drauf ist. Aber es wäre für mich ja ganz gut, wenn man das sagen könnte, okay, das ist, was noch fehlt. Oder was schon drauf ist. Wenn das drauf ist, dann ist es geschätzt 100 nochmal. Dann machen wir doch mal 100 drauf. Lieber gibt man ein bisschen was nach, bevor das doch zu viel wird, ne? Der Zeiger hinkommen, 100 gehen wir mal 100. Ja, 125. So, TT und B. Gibt überhaupt? Ja. Das wäre nämlich blöd, wenn wir zu viel düngen würden, wäre es auch nicht gut. Anführungszeichen, ne? Das ist auch nicht ideal, ne? Zum einen ist es die Kosten, die wir dann haben, oder ich habe, oder was, ne? Zum anderen, zum Wachstum der Pflanze ist auch nicht ideal, wenn da zu viel drauf ist, ne? Nee. So. Okay. Auf geht's.
Junge. Okay. Ein bisschen Gas geben. Ich kann doch ein bisschen schneller fahren. Denn der wird mich beim Fahren automatisch anpassen. Die Menge jedenfalls. So. Ah, ich sogar nicht. Da wollen wir hin. Ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Das war ein bisschen zu schnell. Das lässt sich da nicht mehr kontrollieren und durchs Feld fahren ist nicht gerade ideal. Und den kleinen Traktor. Je ein bisschen länger spritzen, meistens da findet man was. Da sind wir jetzt zurück, der Bruder. Hier musst du hin. So, dann mal ein bisschen früher. Das kriegt ihr. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wir dünnen gleich in der nächsten Folge weiter. Ja, dann mal tschüss und ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißige Liken und dann fleißig kommentieren. Einer macht es mal abends immer. Oder andere vielleicht mal, ne? Das ist übrigens erwünscht. Es wäre nett. Tipps, Ratschläge, immer gerne gesehen. Ist keine Pflicht, aber das ist schön. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.